Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Angezockt. Oh, Flashing Image, okay, Warnung für mal. Autoschlüssel aus der Tasche mal holen. Ist auch wieder so ein Japano-Spiel. Also da sind jetzt natürlich japanische Schriftzeichen. Bei uns heißt es Kuroi Tsubasa. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Audio. Textbook. Skip, use text, after. Dark textbooks. Ich befürchte was. Ach Mist, wieder in Englisch alles oder was? History. Also Extras. Schade. Also ist wieder garantiert ein Textbox generiertes Spiel. Textbox generiertes Spiel. Mensch, ich meine, wo einfach nur Textboxen sind, sehe ich jetzt schon. Aber ich dachte, die sind wenigstens in Deutsch. Also da sollte eine Story erzählt werden. Leider die Story in Englisch. Ich mag ja sowas zum Entspannen mal oder so mit der. Gibt es ein paar schöne, was man mit der, wo ich mit meiner Großen schon gemacht habe. Also ich spiele da aber. Skip, skip, skip. Ah, okay, da ist die Textbox dunkel. Mein Menü, yes. Ach, R1 wartet. So, und jetzt gibt da einfach alle durch. Wir können den natürlich auch stoppen. Deswegen holen sich einige so ein Spiel
Nicht wegen der Story. Es ist halt doof, dass es halt Englisch ist und kein deutscher Untertitel. Aber viele holen sich sowas halt, um einfach schnelle Platin zu machen. Weil sowas bei den meisten muss er halt nur ab und zu eine Entscheidung treffen. Also entweder gibt welche, wo du einfach nur sagst, jetzt gib durch und dann wartest halt ein bisschen und dann ist Ende und fertig ist. Und du kriegst deine Trophäen. Und bei manchen musst du halt dann auch Entscheidung treffen. Also gehe ich nach links, gehe ich nach rechts und da muss man dann halt auch gucken, gibt halt immer unterschiedliche. Da kommt schon die erste Trophäe. Dann können wir auch mal speichern. Save. So. Und wir können auch zurückgehen. Skippen. Und dann einfach weiter. Es ist wirklich schade. Also so ein Spiel kann wirklich, 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 wirklich Spaß machen. Also wenn man Lust am Lesen hat und was weiß ich. Hier, jetzt muss man ja zum Beispiel Entscheidung treffen. Save. Dann macht man sich das einfach mal einfach und speichert da dann halt in dem Augenblick. Ich nehme jetzt einfach mal immer das obere. Und weiter. Aber wenn halt der Untertitel halt nur Englisch ist, ist halt nicht so pralle. Finde ich wirklich schade. Und das war, glaube ich, auch nicht mal eine Anmerkung. Ich muss mal gucken im PSN nachher, ob da eine Anmerkung war. Aber naja, also es ist nicht was für jeden. Also man muss auf Animes stehen. Man muss gerne viel lesen wollen. Weil, seht ihr ja, und bei dem Spiel jetzt ist es auch so, man muss Englisch können. Aber es gibt halt auch ganz viele vergleichbare, wo man deutsche Untertitel hat. Und eine vernünftige Story mit dir kriegt und da hast du gesehen. So, ja, ihr seht's ja. Leider alles Englisch. Gucken, ob wir gleich durch sind. Und die Geschichten, die da erzählt werden, sind eigentlich immer auch interessant. Gibt es vielleicht einen deutschen Patch? Nee, glaube ich nicht. Hätte mir das ja angezeigt. Naja, nichtsdestotrotz würde ich dann jetzt hier einen Cut machen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn es jetzt so kurz ist und wieder mal nur Englisch, wo wir halt nichts machen können. Das werde ich dann mal so zwischendurch droppen, das angezockt. Das ist ja auch doof, das bringt es euch ja auch nicht. Oder mal hinten ran, das kommt nee, irgendein Tag mal zwei. Weil das ja nicht wirklich ein angezockt ist. Aber naja. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Ahoi, sagt euer Odin.